Servus Leute, willkommen zurück zu Hyperdimension Neptunia Rebirth Two Sisters Generation. Und ja, die Schwestern nehmen langsam Überhand hier, weil irgendwie ist überall eine Schwester vertreten, aber deswegen heißt es ja wahrscheinlich auch Sisters Generation. Gut, weiter geht's. Das sieht schwer aus, Oma. Möchten Sie vielleicht eine Hand oder so? Also soll ich Ihnen die Hand reichen? Nein! Dank dir, Kleines. Ich kann doch eine Fremde damit nicht... Ja, Burden, ja, zumuten. Ich sehe jetzt erst deine Klamotte. Sieht aus wie so ein Schlafanzug in Form einer Maus. Kein Grund zur Sorge. Wir leben die Leben. Achso, um den älteren Leuten zu danken. Was soll ich sagen? Sagen Sie mir, wo ich das hinbringen soll. Dank dir so sehr, Liebes. Ja, und wenn das die anderen jetzt sehen, nicht, dass sie verarschen. Hä? Sie hilft einer alten Frau? Unter dieser Krustingschale muss ein... Gui. Muss eine warme... Was heißt Gui? Ist wahrscheinlich wieder so eine Verniedlichung von Gu, aber was heißt Gu? Ich kenne Gu nur als grausam. Oder widerlich. Schmierig, breiig, schmalzig. Toll. Na, schmalzig, also. Hinter dieser krustigen Schale muss ein warme, schmalzige Frauchenkandidatin liegen. Lasst uns da jetzt nicht eingreifen. Wir sollten sie weiter im Auge behalten. Dank dir für deine Hilfe, diese alten Knochen. Ja, mach es nicht mehr lang oder so. Oder sind eben nicht mehr so gut beieinander. Nichts zu danken. Passen Sie besser auf Ihren Körper auf. Nach all dem, ein gesunder Körper wird Ihnen helfen, länger zu leben. Weise Worte von so einer jungen Lady. Vielleicht fühle ich mich schwächer, weil die CPU gerade nicht da sind. Wow, Sie glauben also wirklich an die CPUs. Das ist ja erster, ja, Mistake. Fehler. Ja, das ist ihr erster Fehler, Granny. Ah, okay, ich weiß, was sie will. Sie will sich einschmalzen. Alle hier folgen jetzt Afroa, wissen Sie? Ich hätte schon fast Noah gesagt. Ja, folgen Noah. Ich meine, selbst die Kinder tun es. Mei, ist das so? Vergeben Sie mir, diese alte Grandma. Ja, struggled. Ich weiß, was struggled heißt, aber... Ja, hat Probleme, schwankt hin und her. So in etwa. Mit der Zeit zu gehen. Sie sollten es mal versuchen, ich meine, warum nicht? Sie werden schockiert, wie... gut sie sich, wie viel besser sie sich danach fühlen. Oh ja. Ich hab das Ding da. Ja, es ist die... Achso, das sagt sie. Oh ja, ich hab hier was. Es ist die limitierte... Ja, Afro-Action-Figur-Edition. Hergestellt von ASIC. Oh. Die geht mir jetzt schon auf die Nerven. Schmeiß die Puppe in dein Haus und du wirst die glücklichste Oma in ganz Louis sein. Nun, dieses Status sieht mehr aus als ein bisschen frightening. Seltsam? Ich weiß, richtig? Das ist ja auch das Charmante daran. Es schreckt jedes
schreckt jegliches Unglück ab, das versucht, sich ihnen in den Weg zu stellen. Ist das so? Ich verstehe es einfach nicht, aber es sieht aus, als wäre es ziemlich teuer. Ja, es kostet einen Arm und ein Bein, aber ich denke, es wäre es wert zu treffen. Also Granny, lass uns einen Deal eingehen. Okay, das ist genug. Hä? Ach, jetzt haut ab! Könnt ihr nicht sehen, dass ich gerade in der Mitte von... Oh, die... Vor crying out. Um es laut rauszuweinen, schreien. Du schon wieder! Belästig nicht die älteren Leute. Das ist... Ja, die unterste Schublade. Ah, halt die Klappe! Hier, komm schon. Wer heißt das denn jetzt? Schön, dass sich jemand mit der Hand rumfuchtelt, aber das kann keiner sehen. Ja, hier die wandelnden Verkäufer da, die von Tür zu Tür gehen. Also sprich, Produkte verbreiten von AIC ist auch ein wichtiger Job. Ma'am? Bitte kaufen Sie diese schreckliche Figur nicht. Unheimliche Figur. Ich hoffe, dass Sie Ihren Glauben an die CPUs behalten können. Aha, Himmel. Betsy? Wer ist Betsy? Keine Ahnung. Oh, Himmel an Backseat Gamer. Hat diese junge Lady ja versucht, mir etwas Schlechtes anzutun? Verdammt, ich war so nah dran, es zu verkaufen. Wartet nur ab. Sie rennt mal wieder weg. Es ist schon in Ordnung, lass sie gehen. Wir warten ein bisschen und... Ja, stellen ihr dann weiter nach. Toll, latsch ich dir jetzt echt die ganze Zeit hinterher? Was soll das? Hey, Kinderchen! Ihr habt mich warten lassen. Endlich! Yeah. Ja, du bist sehr spät. Ich muss in einer Sekunde nach Hause. Hey. Tantrum. Handtuch? Ach, lass uns jetzt nicht das Handtuch werfen oder so. Ich habe ein paar Waren. Oder gute Dinge. Kommt schon, sitzt euch an. Lass mich raten. Das ist der langweilige alte Afro-Archib. Den haben wir bereits. Ich dachte, du sagtest, du hättest wirklich neues Zeug für uns. Gutes Zeug. Haltet die Klappe, ihr Gören. Sitzt euch genau an. Würdet ihr? Tut es und pow! What? Was ist das für ein Bildschirm? Dude, oh, dude, awesome. Ja. Kumpel, geil. Du kannst den modifizieren und deine Daten... Achso, nee, du kannst deine gespeicherten Daten modifizieren. Das ist noch nicht alles. Du kannst auch die Events und so weiter verändern. Es ist wie ein universaler Gott-Modus. Das ist so cool. Wie kommen wir da an? Nun, da gibt's ein... Was ist ein Rub? Eigentlich dachte ich, dass Rub rubbeln heißt, aber... In dem Fall wohl nicht. Reiben. Scheuern, rubbeln, doch. Okay. Da ist was zum Rubbeln? Okay. Da müsst ihr... Achso, ihr könnt den... Achso, ihr könnt den Chip modifizieren, indem ihr ihn zum ASIC-Hauptquartier bringt. Ohne Witz, ich gehe. Ja, ich will meinen auch modifiziert haben. Wo ist ASIC? Oh, nun, als spezielle Attraktion... Nehme ich euch selber mit. Oder als speziellen Dienst. Aber ich brauche eure
ja, Namen, Adressen und so weiter. Hey jetzt! Planst du jetzt etwa schon wieder jemanden zu kidnappen? Ach komm schon! Es macht mich sehr traurig zu sehen, wie du versuchst, Game-Industrie korrupt zu reden. Halt die Klappe! Ich trainiere doch nur die Jungen und... ja, mach sie in soziale... ja, Feiglinge oder sozial abgeschottene Feiglinge. Sesselhocker, was auch immer. Eine Sekunde, Kiddies. Sie rennt weg! Oh Mann! Ich dachte wirklich, sie verkauft uns supergeile modifizierte Chips. Diese Kinder sind nicht unschuldig. Sind nicht daran unschuldig. Hört auf rumzublödeln. Deswegen rumzublödeln mit diesen gefährlichen Afro-Chips. Denkt ihr nicht, dass Spiele viel mehr Spaß machen? Ja, wenn man eben nicht darin betrügt. Ja, schön, dass ihr mir das sagt und ich renne mit einer overpowerten Waffe rum. Also irgendwie passt das nicht. Yay, was auch immer. Das wird ziemlich schnell langweilig. Ich gehe nach Hause. Diese Kinder haben keinen Plan, was sie Game-Industrie antun. Nimm das wahr als einen Beweis aus erster Hand, dass die Moral mehr gefallen ist als jemals zuvor. Wir müssen was tun, schnell. Nicht schon wieder. Ey, komm, was soll das? Was ist das für ein Part? Ich renne die ganze Zeit nur dieser Frau da hinterher. Verdammt. Sie lassen mich nicht alleine. So kriege ich meinen Job niemals erledigt. Ich kann diesen Dreck nicht für immer machen. Ich muss mein goldenes Ticket aus der Grunt-Arbeit, aus der Drecksarbeit rausfinden. Miau. Hä? Die Katze da. Kannst du nicht sehen, dass... Achso, verschwinde Katze. Kannst du nicht sehen, dass ich gerade angepisst bin? Miau. Miau. Ich sagte, du sollst weggehen. Was, bist du hungrig oder so? Miau. Ich denke, ich habe da ein bisschen Brot, was ich noch vom Lunch übrig habe. Ja, da hast du. Miau. Hold your horses, Cat. Ja, halt dich zurück, Katze. Dieses Brot ist nicht umsonst. Wenn du es wirklich willst, dann... Oh. Wow, ist die nervig. Da musst du deinen Glauben in der Frau stecken, okay? Miau. Nett. Ein Deal ist ein Deal. Ist es. Miau. Ja! Ein neues Mitglied, endlich! Als wenn eine Katze irgendwas für uns machen könnte. Miau! Bist du dumm oder so? Iss langsam oder wirst du dich verschlucken. Andererseits wirst du eben, ja, mit der Luft wegbleiben. Miss Kitten ist so süß. Thorn. Gucken wir mal. Ja, mein treuer Übersetzer, ohne den bin ich ein Dreck wert. Irgendwie schreibt er die Hälfte nicht. Zerrissen. Aha. Ich bin ein bisschen zerrissen darüber. ASC hat einen neuen Follower bekommen, ja. Der einen folgt, aber... Ich denke, wir können das durchgehen lassen. Eine Katze. Oh, komm. Das ist lächerlich. It doesn't look like Miss Underling is looking for the mascot at all. Maybe she doesn't know where it is. I mean, she's just an Underling. I didn't expect this plan to work perfectly anyway. Maybe we should think up a new strategy. Please excuse me for a moment. What's up?
Oh, I bet it's tinkle time, isn't it? The cold makes me pee a lot too, so go for it. Oh, musstest du das sagen? Das zerstört total die Stimmung und wahrscheinlich ist Nepke jetzt total verlegen, weil es nicht das ist, was du gesagt hast. Please don't shout out stuff like that. Took a while to find a place, so I better hurry back. Huh? Nobody's here. Wasn't this where we were? Did I get lost just like that? IF? Kompa? Goodness, what should I do? Where is it? Rom, is that you? Huh? The mini CPU! No! I'm really not mean. Please don't be scared, okay? You're not gonna bully me? I would never! Are you also lost? I got separated from my friends. No, I'm not lost. I'm looking for my pen. Your pen? It was half of a set. Mine matched Ram's. It's important, but I dropped it somewhere. Do you remember where you may have dropped it? I was thinking it was when that bad lady took me. I see. Let's retrace your steps. I'll help you out, so turn that frown upside down. You're gonna help me? I sure am. We need to hurry, otherwise the sun will set and finding it will be really tough. Okay. You were kidnapped right around this spot, right? I sure hope we find the pen right away. Pen! Pen! Nothing here. Do you see anything, Ron? Must be somewhere else then. Miss? Huh? Miss? Is that me? Uh-huh. Oh, thank you and all, but it's a bit embarrassing to be called that at my age. No! I can't let you call me something so mature and flattering. Please, just call me Nepgear. Then, Miss Nepgear? Okay, that works. What is it, Rom? Do you know my big sister? Oh, Blonde? Yes, but we didn't talk a lot or anything. She seemed smart with an air of mystery and... She never came home. Where is she? Well, Blonde is still stuck in the game industry graveyard with the other CPUs, so... I really miss her. Please don't cry. I'm sure she's just fine. I'm doing my best to save her. I mean, I failed back then, but... I promise to save her next time, so there's no need to cry, okay? Good girl. Thank you very much. Let's try looking somewhere else for your pen, okay? She dragged you here after taking you hostage, right? If it wasn't in the city, maybe it's here. Uh-huh. Miss Nepgear? Why did you come to Louis? I'm looking for Louis' mascot. I wanted to ask for as much help as I can get to save our sisters. But Louis is really, really far away from Planet Doom. Oh, that's not that far. Especially when considering this is all to save our sisters. And the world. Oh, and listen to this. I went to Last Station before this and met this other girl, Yuni. Honestly, I was hoping that you and Ram could journey with me. With you? Yes, but it's okay if you can't. I already have IF, Kompa, and even Red with me, so... I'm sure we'll be able to find and bring our sisters home safely. Goodness, nothing here either. Should we walk a bit farther? Still no sign of it. How strange. This is the end of the road, so to speak. Why are you helping me? I couldn't possibly leave you to worry about this all alone. But you have things to do, too. That's very true. Maybe I shouldn't let myself get sidetracked all the time. But if I ignored someone in need, I bet my sister would smack me with a wet noodle. If our roles were switched, I bet you would have helped me too. It's only natural to help, right? Oh, wow, I think I found it! Is this your pen? Oh, that's it! What a relief. That took longer than expected, but do you feel better now? Ram might be mad at me. Well, I'm certain she's worried about you, at least. Let's get you back home, okay?
What is it? Thank you. Aw, she thanked me. I hope she thinks of me more like a friend now. As for me, I should... Whoops! I completely forgot! They're probably looking for me. Oh, I'm gonna get yelled at. I'm so sorry I'm late! There's an understatement. How long did you plan to putz around in the bathroom? I know. I really am sorry, okay? So hey, I hate to interrupt the wifey spat, but aren't we in a pretty major hurry? Yeah, you're right. This is no time to scold each other. Oh, did something happen? We overheard Miss Sunderling on her cellular telephone. She was saying things like mascot and block dungeon and other nifty keywords. My money is that she went to the dungeon she mentioned on the phone. Let's get there ahead of her. So now you know. It'd be a facepalm moment for me if we lost because of you. So let's move. Okay. Ja, sie musste also tatsächlich auf die Toilette. Habe ich tatsächlich nicht erwartet, aber okay. So ist das wenigstens erklärt worden mit... Ups, jetzt habe ich es weggedrückt. Mit der Stiftsucherei. Und wahrscheinlich ist das genau ausschlaggebend, dass sich Ram und Rom später uns anschließen. So, da ich Stella schon ewig lang nicht mehr losgeschickt habe. Gucken wir noch mal kurz rein. Wobei, ich kann nicht safen, weil ansonsten... Ja, ich bin speichersuchtig, aber... Ups. Dieser Ram scheint eine echte Zicke zu sein, in dem Alter auch noch. Na, geil. Was ist das für ein Gebiet? Das sieht seltsam aus. What? Ihr lebt? Runde Antenne. Oh, da haben wir wieder die Danganronpa-Bilder als Gegner. Wow, ich dachte, das wäre eine Umgebung. Ich will eigentlich genau das. War klar! Und mir fällt gerade ein, ich habe noch gar nicht die neue Waffe ausgerüstet. Ich habe zwar null Schaden gemacht, aber die Verteidigung von den Viechern ist trotzdem weg. Zack! Ich werde jetzt trotzdem Equipment ändern. Achso, Giftclowns sind schwächer. Hm, stimmt ja. Da war ja was. Hatte ich ganz vergessen. What? Phoenix. Das ist auch ein böses Monstrum. Sehe ich nämlich gerade. Warum ist das manchmal so laut? Gegner! I can't believe
Mhm. Ich weiß, die einen Viecher kann ich nicht schaden, aber dafür die kleinen. Gut. Ich will eigentlich das Vieh da hinten killen. Vor allem, da es jetzt keine Verteidigung hat, kann ich es jetzt zerschlitzen. Gut. Ducke, ducke. Oder was auch immer. Da ist ein Save-Punkt und da geht's weiter. Hinten geht's aber auch weiter. So, da ich keine Lust habe zu verrecken, werde ich wieder meinen Cheat-Modus aktivieren. So. Wie viel würde ich ansonsten Schaden machen? Null. Haha, Feuer bringt hier gar nichts. Okay, ich glaube, das lasse ich. Wow, das ist wenig. Zu wenig. Au. Wow, meine Klingen machen keinen Schaden. Ja, wenn ich meine Megawaffe nicht ausgerüstet hätte, wird es ziemlich schlecht aus für mich aussehen. Ich meine, ich mache ihm keinen Schaden. Ups. Toll, Verteidigung gesunken, Stärke gesunken. Das brauche ich jetzt. So. Keine Items. Ja, toll. Wofür habe ich das dann gemacht? Keine Ahnung. So. Ich will aber die andere Richtung auch noch untersuchen. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Das war Hyperdimension Neptunia Rebirth 2 Sisters Generation. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.